nicht reichen. Ich wieder daneben springen. Richtig aus. Ist hier irgendwo eine Leiter oder wie kommen wir da oben hin? Ach hier. Oder? Nee, hier ist keine Leiter. Da ist eine. Kriegen wir die runter? Ach hier. Das wird es wohl sein. Jetzt wieder runter. Und dann müssen wir das Ding wieder nach oben machen. Dann kommen wir wieder hoch und können dann darüber. Yay! Ein etwas entspannteres Level. So. Oder? War das zu hoch? Ich weiß gar nicht. Ein Ticken tiefer. Damit der alte Mann nicht so hoch springen muss. Oh, ich sehe wieder, naja, Licht kann man es nicht nennen, aber keine Mine mehr. Okay, nach oben können wir. Und nach unten. Wir müssen wahrscheinlich nach oben, wenn wir... Ah ne, ich glaube, wir müssen nach unten tatsächlich. Ich gehe trotzdem mal nach oben. Mal gucken. Was haben wir denn hier oben alles? Leuchtfackeln. Das ist schon mal gut. Und ein Manuskript. Wer auch immer die hier überall hinlegt. Tor schlägt Schwester Sinclair. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.« Okay. Ha, durchatmen. Großer Berg mit Schnee. Da ist noch irgendeine Brücke da hinten. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt hin, oder? Kann das sein? Hier ist so eine Seilbahn. Fokussieren. Wo schweben wir denn jetzt hin mit der Kamera? Er hat aber nichts zu sagen. Okay. Gehen wir lieber wieder runter. Aber ich hätte trotzdem immer noch gerne lieber Munition als Leuchtfackeln. Um ehrlich zu sein. Aber hier ist nichts leider. Na gut. Dann wollen wir mal runtergehen. Und bitte nicht von den Treppen sterben. So. Nö.
Nicht schon wieder diese blöden Vögel. Okay. Ich glaube, das war nur ein einmaliger Angriff. Licht. Noch eine Sache. Echt. So. Ich hoffe, diesmal stürzen wir nicht ab. Mal gucken. Wenn das Böse uns diesmal ein bisschen mehr lieb hat. Jetzt bräuchte man so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Da hinten ist Licht. Ist mir in Ruhe. Aua. Ja, wäre so klar, ey. Schön, dass meine Kamera festgefahren war. Hat man jetzt richtig toll gesehen. Ah, okay. Ach, Freunde. Boah, ich habe jetzt wenig Lust. Geht mal weg, bitte. Musste gerade gegen Vögel kämpfen. Das finde ich nicht so cool. Gut ist auch nicht. Lass doch mal die Bäume stehen. Das ist doch kacke. Hä? Ich wollte gerade sagen, das ist wieder so ein Emergency-Ding. Ja. Oh, Licht. Oh, endlich Revolver-Munition. Ah. Yay. So, ich gehe mal kurz hier oben hoch. Was hat eigentlich mit den Dingern auf sich? Weil wegschießen kann man die ja nicht. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Nö. Huh. Aua. Weg hier. Zum Licht da hinten hin.
Cauldron Lake. Cauldron Lake ist der 8. tiefste See der Welt und ein Kaldersee, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit der vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für Bewohner des Gebiets. Ja, Erholung habe ich jetzt gerade nicht so viel. Zumindest nie in diesem Spiel. Und ich spiele es immer noch. Ich wollte eigentlich vor 5000 Stunden eine Aufnahmepause machen. Beziehungsweise mit dem Spiel heute aufhören. Das ist jetzt schon 12:30 nachts. Ja. Ellen, lass das. Wir wollen nicht schon wieder abstürzen. Kann gerade auch nicht rennen. Das bedeutet nichts Gutes. Hör doch mal auf, deinen Scheiß hier zu werfen. Du bist Kacke. Hör auf! Ich bin fast tot, ey. Und hab kaum noch Muni. Erhol dich, Ellen. Erhol dich. Wir müssen gleich wieder rennen. Da ist ein dunkler Wald. Wieder mal. Okay, ich warte mal kurz. Bis wir wieder ein bisschen mehr aufgeladen sind. Ich weiß ja nicht, was wieder vor uns so liegt. So, ich gehe jetzt mal weiter. Hier sind schon wieder so gelbe Punkte. Manuskript. Mod am Cauldron Lake. Mod hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mod stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Wie denn jetzt weiter? Ach hier, gar nicht gesehen. Nicht runterfallen. Das sieht sehr stabil aus. Treten. Treten, drücken, alles fällt ein. Herrlich.